dann würde ich sagen, gehen wir mal in die hier rein. Crack-süchtig, die offene Drogenszene in Bremen. Das Video habe ich mir abgespeichert, das wollte ich heute eigentlich privat gucken, aber dann habe ich es mir doch für den Stream aufbewahrt. Bremen natürlich eine Stadt, zu der ich auch eine Bindung habe. Meine Großeltern sind über 20 Jahre, 30 Jahre auf den Bremer Weihnachtsmarkt gefahren und haben dort einen Stand gehabt. Dann haben sie es irgendwann an meinen Onkel Marco übergeben. Und Tommy, Marco etc. kommen ja aus der Ecke Bremen. Also zu Bremen habe ich eine emotionale Bindung. Und ich würde sagen, das ist halt ein Dröhnen im Kopf. Das ist wie, als würde ein Zug durch den Kopf fahren. Olli ist drogenabhängig und auf der Suche nach Stoff. Ja, Probleme über Probleme. Das sind 80 Euro. Und die muss man jeden Tag halt machen. Geld für Heroin und Crack konsumiert auf der Straße. Das ist die offene Drogenszene von Bremen. Verdrängung und Kontrollen der Polizei. Schon mal Crack genommen? Nee, Digi. Habe ich nicht, nein. Zu der Zeit, wo ich Drogen genommen habe, glaube ich, also ich würde nicht sagen, gab es keinen Crack, aber also ich wüsste jetzt nicht, dass es damals Leute gab, die Crack genommen haben. Damals war eher Heroin und Schore sehr beliebt. Ich habe damals einmal Schore genommen, in Form vom Rauchen. Ich glaube aber, ich habe sehr viel Glück gehabt. Das war nämlich absolute Scheiße und ich habe nichts davon gemerkt. Denn Schore kann man auch sehr heftig drauf hängen bleiben. Heroin, Schore, das gleiche, Digga. Es ist nicht das gleiche. Also es ist dieselbe Substanz, bloß in einer anderen Art und Weise. Ist ja nett, dass ihr alle Ahnung von Drogen habt. Ist auch cool. Aber Schore und Heroin sind trotzdem zwei Paar Schuhe. Heroin ist nämlich flüssig und das spritzt man sich in die Arme und Schore schnieft oder raucht man und Schore ist im Grunde der Dreck vom Heroin. Die Substanz ist dasselbe, aber von Wirkung bzw. von ist trotzdem ein Unterschied. Nein, lösen dieses Problem nicht. Den Kick willst du immer und immer und immer wieder. Die Abhängigkeit gehört zu ihrem Leben dazu. Das hat Streetworker Sebastian akzeptiert. Seine Arbeit soll helfen, zumindest sauber zu konsumieren, nicht straffällig zu werden und im Alltag irgendwie klar zu kommen. Das ist schon extrem unangenehm, das zu sehen. Komm. Bist du dir sicher? Ich bin mir da sehr sicher, ja. Dann macht man die Leute halt auch irgendwann, wenn man die so eine Zeit lang betreut und mit denen so durch ihre Höhen und Tiefen so durchgeht, ne? Menschen, die offen auf der Straße Heroin spritzen oder Crack rauchen, sind von der Gesellschaft ausgeschlossen. Seit Corona noch mehr als zuvor. Die werden ja abfällig Junkies genannt. Das bedeutet so viel wie menschlicher Müll. Schon krass. Ich will wissen, wer sind diese Menschen? Was sind da für Geschichten dahinter? Wie leben sie und wie sind sie dahin gekommen? Ich bin in Bremen. Neben Frankfurt, Hannover und Hamburg gibt es auch hier eine offene Crack-Szene. Ja. Heißt Drogenabhängige und Dealer, die sich rund um den Hauptbahnhof aufhalten. Einer, der Crack konsumiert, ist Olli. Ich habe ihn vor ein paar Minuten angesprochen und darf ihn jetzt begleiten. Olli ist 39 Jahre alt, gebürtig aus Bremerhaven, seit Mitte der 90er lebt er in Bremen. Insgesamt 13 Jahre auf der Straße. Was ist denn das alles, was du da mit dir rumträgst? 13 Jahre auf der Straße zu leben, ist schon sehr, sehr hart, Digga. Da mein Besteck und halt mein Leben. Mit Besteck sind seine Drogenutensilien gemeint. Ich bin Junkie seit 23 Jahren. Ich habe als kleiner Junge angefangen. Okay, ja. Mit harten Drogen. Okay. So. Womit denn? Ich habe direkt mit Heroin angefangen. Und da warst du wie alt? 12. 12 Jahre und 3 Monate, genau. Hast du Mitleid, wenn du solche Menschen siehst, die so süchtig sind? Ja, das sind gemischte Gefühle, aber mit Sicherheit auch Mitleid, ja. Ich glaube, dass solchen Leuten, und ich rede natürlich als jemand, der selber drogenabhängig war, zwar nicht von Heroin oder Crack, sondern von Koks und Cannabis, aber solchen Leuten wird aus meiner Sicht zu wenig geholfen und letztendlich hat jeder im Grunde erstmal selber Schuld, denn er hat sich ja dazu entschlossen, Drogen zu nehmen und niemand hat, also natürlich gibt es sowas auch im schlimmsten Fall, aber wenn ich jetzt sage, niemand hat denen die Nadel in den Arm gedrückt, dann ist es ja in den meisten Fällen auch zu 99% so. Aber nichtsdestotrotz, klar, Mitleid mit solchen Leuten. Es gibt auch Leute, die sehen diesen Mensch und denken, ja, Drogenjunkie, scheiß auf ihn. Aber Diggi, letztendlich ist es halt auch ein Mensch wie du und ich. Er pisst und scheißt aus demselben Loch. Mit Sicherheit vielleicht auch
jetzt grob gesagt, selber schuld, weil er ist drogenabhängig. Ja, die Schuld, warum er obdachlos ist und keine Wohnung hat und etc., liegt bestimmt auch in der Droge. Aber ja, ich habe Mitleid mit solchen Leuten und ich glaube, dass die Drogenpolitik bzw. auch die Hilfe für Drogenabhängige in Deutschland viel zu gering ist und dass es da, ja, es gibt da definitiv noch Spielraum nach oben, solchen Leuten mehr helfen zu können. Das ist ja echt cool. Ja. Wie kam das denn? Geburt meines ersten Sohns. Ja. Oh, wow. Okay, krass. Und wie ging es denn weiter? Ja, Pflegefamilien und halt meine Drogenkarriere steil bergauf. Und seit wann nimmst du Crack? Ja, seit 18, 19 Jahre. Auch so lange, okay. Was ist denn das Spezielle am Crack-Rauchen, würdest du sagen? Der Zug im Kopf. So der Zug, also man raucht und das ist halt ein Dröhnen im Kopf. Das ist wie, als würde ein Zug durch den Kopf fahren. Das Schlimme an Crack ist ja eigentlich, dass die rauschende Wirkung nur 1-2 Minuten ist. Ich will jetzt euch nicht Tipps geben, welche Drogen ihr nehmen sollt, aber ich kenne mich mit dem Thema sehr gut aus. Habe mich damit viel befasst und das Schlimme an Crack ist eigentlich, wie mit jeder anderen Droge auch, dass du immer dem ersten Rausch hinterher trauerst und immer diesen einen Kick nochmal haben willst. Eine Crack-Wirkung ist vielleicht 1-2, vielleicht lass es 5 Minuten oder 10 Minuten sein und danach bist du wieder nüchtern. Das heißt, im Grunde ein Crack-Abhängiger könnte alle 15 Minuten, alle 30 Minuten eine Pfeife rauchen. Und so ist dein ganzer Tag dann, wenn du beispielsweise jetzt Crystal Meth nimmst oder Heroin, dann hält dieser Rausch ja wesentlich länger. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Heroin oder Crystal nicht so schlimme Drogen sind. Die sind genauso schlimm, aber an Crack ist halt einfach, Digga, du läufst den ganzen Tag alle halbe Stunde dem Rausch hinterher. Ja, das ist halt der besondere Kick an diesem. Heroin spritzt sich Olli, davon ist er körperlich abhängig. Crack raucht er, wie er sagt, zum Spaß. Crack ist mit Natron aufgekochtes Kokain. Nur zum Spaß macht man das nicht lange. Crack gilt neben Methamphetamin und Nikotin als die Droge mit dem höchsten psychischen Abhängigkeitspotenzial. Ich mag diese Stelle. Welche? Ja, ab hier ist Maskenpflicht aufgehoben. Wo gehen wir denn jetzt hin? Zu meiner alten Platte. Ist nicht weit hin. Seine alte Platte, das ist ein Verschlag unter den Bahngleisen. Und den hat ein Bekannter im Suff abgefackelt. Meinst du, da gehört Schicksal dazu? Das kann man sich nicht so verallgemeinern, Digga. Es gibt Leute, die kommen aus einem guten Elternhaus, haben einen guten Job, haben viel Geld verdient und haben irgendwann sich dazu entschlossen, einmal Heroin zu spritzen und sind dann auf der Straße gelandet. Es gibt Menschen, die in ihrer Kindheit misshandelt worden sind und deswegen zu den Drogen gekommen sind. Aber zu stigmatisieren und zu behaupten, Drogenabhängige hätten alle ein schlimmes Schicksal, das stimmt nicht, Digga. 1,5 Monate hat Olli dort gelebt. Das war mal meine Platte. Okay. Ja. Da drin ist viel, viel schlimmer. Was war denn da alles drin? Bett, 2 Betten, Tisch, Schrank. Wie andere Leute eine Wohnung besitzen, war das für mich mein Zuhause. Wäre denn denkbar für dich in deinem Leben, dass du nochmal in der Wohnung wohnst, in der richtigen? Nee. Ja, in der Wohnung ist mir eine Wand zu viel. Welche denn? Egal. Ich halte das nicht mal beim Bekannten übernachten, so einen Tag, länger als einen Tag. Was? Schau ich nicht. Naja, ich denke, dass, also mit Sicherheit ist da auch ein bisschen Wahrheit drin, aber ich denke, er kennt es ja auch gar nicht anders und sagt es mit Sicherheit auch, um sich gut zu fühlen, dass er auf der Straße pennt. Ich gehe mal aber davon aus, dass, wenn er es auch wieder beigebracht bekommen würde, wird er sich auch in der Wohnung wohlfühlen. Aber wenn du 13 Jahre auf der Straße gelebt hast, dann kann ich das mit der Wand schon irgendwo ein bisschen nachvollziehen. Weil dann irgendwie so dein Freiheitsgefühl beraubt ist. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand lieber auf der Straße schläft, als in einer sicheren Wohnung. Aktuell pennt Olli vorm Bahnhof. Er will sich in den nächsten Tagen ein Zelt besorgen. Hinterm Bahnhof gäbe es Orte, an denen Zelten geduldet würde. Ich will von Olli wissen, wie sein Tag so aussieht. Hier raucht er übrigens nur Tabak. Meistens stehe ich mir das auf, mich gesund machen. Ja, und dann über den Tag schnorren, um mir Kokain leisten zu können.
Dich gesund machen, was meinst du damit? Stoff nehmen, Heroin. So ohne sowas, ohne das Zeug geht's halt nicht mehr. Alles tut weh, Gliederschmerzen, Gelenke. Also ohne Materie ist keine Chance, im Tag zu kommen. Meinst du, dass du nochmal loskommst davon im Leben? Ich habe so viele Entzüge gemacht und alle sind gescheitert. Mein längster war 26 Monate. Dass Olli mit 12 Jahren das erste Mal Heroin genommen hat, weil er Vater geworden ist, lässt mich nicht los. Ich frage da nochmal nach. Seinen ersten Schuss hat ihm damals seine Dealerin gesetzt, als er sie nach einer Droge gefragt hat, die vergessen lässt, sagt er. Meine Psyche hat einen extrem Knacks davon getragen, so früh Papa zu werden. So selbst noch ein Kind und ja. Hast du den Kontakt zu deinem Kind? Mit 12 Papa zu werden, ist natürlich schon schlimm. Rechtfertigt das sich, einen Schuss Heroin zu setzen? Ich denke nicht, aber gut. Viele Menschen, die drogenabhängig werden, sind seelisch im Ungleichgewicht oder haben traumatische Erfahrungen gemacht und nehmen Drogen, um überhaupt damit umgehen zu können, erzählt Sebastian. Er ist Streetworker. Heute Morgen um 8 hat er mich in den Räumen von Comeback empfangen. Der Träger bietet ambulante Hilfe für drogengefährdete und abhängige Menschen direkt am Bremer Hauptbahnhof. Also wir haben hier so, ne, ganz normal Küchenbereich, so mit Tresen und so, das ist im Moment nicht. Das hier ist so der Aufenthaltsraum, hier wird normalerweise Mittagessen und Frühstück gemacht, jetzt gerade gar nicht. Ist hier noch so Sozialarbeit und Wartezimmer eben halt für die Ambulanz. Aktuell ist das Hilfsangebot aufgrund des Lockdowns stark eingeschränkt. Normalerweise ist hier aber ab 9 Uhr einiges an Betrieb. Gerade gibt es nur Essen zum Mitnehmen und zur Ruhe kommen ist auch nicht mehr. Die Konsumenten sind auf Suppenküchen angewiesen und verbringen noch mehr Zeit auf der Straße. Hier kannst du schon mal gucken, wo wir nachher hingehen. Also, wenn du jetzt hier so ein bisschen runterkommst, da drüben, das ist die Brake, das ist das Regierungsviertel. Ja. Und da drüben ist die alte Brake, wo dieses Gitter ist. Und das war so ein Innenhof. Als sie das zugemacht haben, ja, ist es angefangen, in den Wald zu wandern. Und im Moment stehen sie da drüben, um diesen ganzen Platz hier ordentlich zu halten. Ne? Damit hier ja keine Leute sich ansammeln. Ist natürlich, hat so zwei Sachen. Ne? Einmal ist es verständlich, weil, ne, ich glaube, keiner möchte sowas vor seiner Haustür haben. Das Zweite ist natürlich für uns total doof, weil wir nicht so arbeiten können, wie wir wollen. Sie, damit meint Sebastian die Polizei. Und sowas, damit meint er die offene Drogenszene. Die Crack-Szene wächst übrigens kontinuierlich, erzählt er noch. Genaue Zahlen dazu gibt es aber nicht. Ja, du hast eigentlich in jeder Großstadt, zumindest hier im Norden, ich war jetzt noch nicht so oft irgendwie im Süden, in irgendwelchen Großstädten in Bayern, denke ich, ist vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber ich war letztens an der Alster spazieren und bin am Jungfernstieg längs gegangen, bei dieser Bahnstation, da hat es geregnet, da war ich mit Kaido spazieren und habe runtergeguckt gehabt, nicht weil ich irgendwas genaues sehen wollte, sondern ich habe nur so geguckt, weil diese Treppe nach unten, da standen auch die Crackheads und haben sich ihre Crackpfeife in die Binse geraucht. Ne? Ich glaube, egal ob in einer kleineren City oder in einer Großstadt, überall gibt es eine Drogenszene, das ist ja klar, Digga. Die eine Szene siehst du mehr, die andere ist ein bisschen mehr im Untergrund. Auch Bayern hat seinen Dreck. Ja, das kann sein, ich war noch nicht so oft in Bayern. Hier machen wir so Sozialarbeit für mal eben schnell. Sowas wie Arbeitslosengeld 2-Anträge ausfüllen, mit Krankenkassen oder Entgiftungskliniken telefonieren. Postfächer einrichten, weil viele ja eben halt keine feste Meldeadresse haben. Und eine Meldeadresse wiederum ist wichtig, damit sowas wie Krankenkasse funktioniert und ärztliche Versorgung oder Substitution stattfinden kann. Was der Raum auch ist, Anlaufstelle für die, die saubere Drogenutensilien brauchen. Und die sind schon früh auf den Beinen. Ich weiß, dass Frankfurt Absturz ist. Ja, kann ich gleich machen. 18er oder? 20er, kurz und lang bitte. Ja, ja. Warte mal jetzt kurz. Kai, komm doch hier zu Papi. Komm hier zu Papi hin, warte. Ja. Warte. So,
warte, komm hierher. Mach hier noch mich. Komm her. Dann kann Papa dich da kraulen. Ui. So, und mach da Platz aber auf der Decke. Mach hier Platz. Nein, 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 nein. Nicht wieder auf den Schreibtisch. Mach da Platz. So, mach Platzchen. Ja, mach hier Platz. Hm? So, dann kann Papa dich nämlich beim Doku gucken kraulen. Hm? So, weiter geht's. Ja, gebe ich dir. Brauchst du Wasser? Habe ich auch, danke. Ah, okay. Filter? Habe ich auch, danke. Pfanne? Ja, die ja. Ich bin so von durchgeschlüpft zu sein. Vielen Dank. Bitte. Tschüss. Muss man eben gucken, ob sie rausgehen? Du musst aber rausgehen, ne? Verstehst du? Tschüss. So. Müssen wir halt immer, ist halt ein Problem hier, ne? Also so, wir haben zwar einen Konsumraum, aber trotzdem müssen wir halt immer aufpassen, dass die Leute hier nicht konsumieren. So. Weil der Konsumraum nicht dort ist, wo sie gerade war. Genau, das ist, jeder Weg ist weit, ne? Zum Konsumraum oder Druckraum später mehr. Dort werde ich mit Sebastian noch hingehen. Aber er. Was verteilen die da Drogen? Nein, die verteilen da keine Drogen, Digi. Die verteilen Besteck bzw. die Utensilien, damit die Leute Drogen nehmen können. Kann man verwerflich finden oder auch nicht. Da letztendlich unterstützen oder erleichtern sie den Leuten, dass sie Drogen nehmen. Aber der Gedanke dahinter ist nicht, dass sie die Leute weiterhin abhängig machen wollen. Sondern deren Priorität ist natürlich, den Leuten Therapieplätze etc. anzubieten. Aber weswegen sie diese Sachen verteilen, ist ganz einfach, weil das Risiko, sich mit Krankheiten anzustecken, mit benutzten Nadeln oder wenn man sich mit anderen Leuten eine Nadel teilt etc., ist so groß. Und ich denke, der Hintergedanke ist, warum die das machen, ist, weil sie den Leuten zumindest, wenn die Leute abhängig sind, dass sie denen zumindest ein sauberes Besteck etc. und Nadeln geben, damit sie sich halt nicht mit irgendwelchen anderen Krankheiten anstecken, wie mit HIV, Hepatitis und, ne? Erstmal zeigt er mir, was hier alles noch an Hilfe rausgeht. Konsumenten bringen ihre alten Nadeln und Spritzen, im Gegenzug bekommen sie neues Material. Das damit sehe ich dann hier so. Und so sieht das dann am Ende aus, ne? Also ich sag mal, eine Heroinsucht kannst du ja im Grunde behandeln, also du kannst ja auf Entzug gehen, aber wenn du Heroin hast oder Hepatitis C, das ist eine Krankheit, Digga. Wie viele sind da, also von einem Tag oder kann man sagen, nee, ich würde jetzt sagen, das ist eine Woche. So, okay. Ne? Also das sind schon viele. Ne? Das sind halt unterschiedliche Nadeln, so 20er, lang und kurz für unterschiedliche Venen und 18er lang und kurz für unterschiedliche Venen und 1er haben wir. Und dann eben halt unterschiedliche Spritzen. Und nochmal hat jemand ein Anliegen vor der offiziellen Öffnungszeit. Was kann ich? Ist das legal? Ja, das ist legal. Meines Wissens nach. In Deutschland ist das legal. Es gibt aber auch zum Beispiel, weiß ich, in Amerika gibt es gewisse Staaten, Bundesländer, wo das zum Beispiel, oder was heißt Bundesländer, aber gewisse Staaten, wo es illegal ist. Ich glaube, also in Deutschland ist es legal, aber es gibt auch Länder, wo das Verteilen von Besteck etc. und Spritzen verboten ist. Kann ich für dich tun? Nee, alles gut, denn. Du wirst nicht gefilmt, alles gut. Ja, alles gut, denn bis morgen. Alles gut, kannst ruhig mit mir quatschen, ich komme eben kurz raus. Im Gang ein Konsument, den Sebastian schon länger kennt. So. Du kennst die meisten, ne? Wenn man 8 Stunden jeden Tag hier ist, kennt man. Also, um mal ganz kurz meine Meinung dazu zu sagen, ich finde es prinzipiell eigentlich gut, denn auch diese Konsumräume. Die Leute kommen dort ja nicht hin und holen sich eine Nadel und spritzen sich dort das erste Mal Heroin, sondern die Leute kommen dahin, wenn sie schon in einer Sucht sind. Und ich finde es besser, wenn Leute, die abhängig sind, in kontrollierte Stellen gehen, wo sie saubere Nadeln bekommen, einen Konsumraum haben, wo sie sich das spritzen können, wo es überwacht wird und sie dann wieder nach Hause gehen oder in ihr Leben zurückgehen, in die Straßen, in whatever. Aber dort wird es überwacht, dort kann man denen Hilfe anbieten, dort kann man ihnen eventuell auch Hilfe anbieten, um sie auf Therapie zu bekommen. Ich finde es auf jeden Fall besser, das so zu machen, als dass Leute sich Heroin in dunklen Ecken spritzen und sich Nadeln teilen und vielleicht an einer Überdosis verrecken in irgendeiner dunklen Ecke und an ihrer eigenen Kotze, an ihrem eigenen Erbrochenen sterben. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich kann auch Leute verstehen, die sagen, ja, aber damit wird das ja weiterhin unterstützt. Das stimmt.
Fakt ist, würde es diese Stelle nicht geben, dann würden aber nicht weniger Leute Heroin spritzen. Im Gegenteil. Die Leute, die Heroin spritzen, spritzen sich so oder so. Ich finde, das ist eine gute Sache, die die Jungs da machen. Und die Mädels. Dieses überwachte Spritzen etc. und sauberes Besteck, finde ich gut. Das ist meine persönliche Meinung. Müsst ihr aber natürlich nicht so übernehmen. Ich finde es gut. Die meisten Leute und... Wieso leuchtet man die dunklen Ecken nicht einfach aus? Bart frisst Hose, komm. Also der Kommentar, der kannst du ja aber sonst vorhin stecken. Ja, da ist dann halt nochmal so eine besondere Ebene halt immer da, ne? Also da macht man die Leute halt auch irgendwann, wenn man die so eine Zeit lang betreut und mit denen so durch ihre Höhen und Tiefen so durchgeht, ne? Okay, weiter im Text. Was gibt es noch hier? Steriles Wasser. Wir geben das halt mit raus, weil... Steriles Wasser, also man verdünnt Heroin mit Wasser, kocht es gemeinsam auf und spritzt es sich dann. Also die Leute nehmen halt die unterschiedlichsten Sachen, um sich ihren Kram aufzukochen. So. Also von Wasser vielleicht aus dem Waldgraben bis Bier oder so. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das machen. Also Kaisernatron. Kenne ich nur auf dem Backen. Genau, wird auch zum Steinkochen, also zum Crackkochen verwendet. Dass der Träger Utensilien zum Drogenkonsumieren rausgibt, habe schon viele Menschenleben gerettet und vor Infektionskrankheiten und massiven Wunden geschützt, ja, sagt Sebastian. Ohne ihr Angebot würden sie dreckiges Material zum Konsum benutzen und das kann lebensgefährlich sein. Stimmt, ja. So, Pumpentausch findet dann hier immer statt. Also das bedeutet, die Leute müssen gar nicht erst in die Einrichtung, sondern können hier mal eben schnell tauschen. Pumpentausch, also der Tausch von Spritzen und Konsumutensilien. Wir haben vor Corona haben wir so ungefähr 150 Leute am Tag gehabt in der Einrichtung. Und dann ist das ganz gut, wenn die Leute, die das ist in Bremen, ja, nur Elbuchsude, Utensilien tauschen wollen, auch nicht unbedingt noch drin sind. Sonst wäre es zu unruhig und auch, weil sich viele nicht an die Hygieneregeln halten und ohne Maske reinkommen. Erstaunlicherweise hätte es seit Anfang der Pandemie nur 2 bestätigte Corona-Fälle gegeben, erzählt mir Sebastian. So wenig hätte ich nicht erwartet. Und es macht auf der anderen Seite was sehr Trauriges klar, ne? Weil also für die Leute, die sich fragen, wie man die ganze Zeit hier schnarchen hört, kann ich mal ganz kurz zeigen, Moment. Ja, das ist hier. Upp. Schaut mal, wie der da auf 8:30 hängt. Na komm, fokussier, bitte. Oh, Digga, ich komm immer auf den falschen Knopf an meiner Keutung. Warum fokussiert diese scheiß Kamera? Kannst du bitte vielleicht auf meine Hand fokussieren? Dankeschön. Ja, die fokussiert lieber die Tastatur im Hintergrund, Digga. Beste Leben. 10K-Kamera direkt im Müll schmeißen. Es macht halt klar, dass die soziale Isolierung halt so extrem ist, dass es da den Weg in dieses Klientel nicht findet. Jetzt ist für Sebastian aber Zeit, um auf die Straße zu gehen. Er nimmt dafür immer einen großen Rucksack mit bereits vorgepackten Tüten in unterschiedlichen Größen und für die verschiedenen Konsumarten mit. Das ist für Crack. Also Rauchtüten, Natron, Siebe, Wasser. Mhm. Ist quasi schon, du hast also so ein Tütchen direkt fertig. Du hast jemanden, der Crack raucht und dem gibst du einfach ein Tütchen und da sind alles, was man dafür braucht, drin. Ja, bis auf. Also eine Wundertüte. Bis auf das Kokain natürlich, ne? Aber sonst ist da alles drin. Sebastian kündigt an, dass es heute schwer wird, Leute zu finden, weil die Polizei aktuell so präsent ist. Also müssen wir erstmal suchen. Hier vorne ist das die vergitterte Brake, wo früher ein Teil der Szene sehr in sich geschlossen Typico. Existiert hat. Und dann wurde es vergittert und zugemacht. Und dadurch ist es dann rausgekommen. Spielhalle, ja, kenn die Ecke da auch. Das Bahnhofsumfeld. Und so ist das eben halt immer bei Vertreibung, ne? Wenn man. Es ist so ein bisschen wie bei diesem Jahrmarktspiel, ne? Wo immer so diese Köpfe rauskommen und so, dann man haut da rauf und dann kommt das woanders wieder raus. Und das ist so ein bisschen das, was gerade eben halt auch da so stattfindet, ne? durch die ganze Präsenz. Manchmal verstehe ich den Hund nicht, Digga. Ich habe ihn hier wirklich alles fein säuberlich aufgebaut und am Ende, Digga, immer, jedes Mal.
jeden Fall chillt Kaido jetzt hier. Direkt vom Bildschirm, ja, passt schon, Digga. Ich hab Sebastian versprochen, bei der Übergabe von Konsummaterial keine Gesichter zu filmen und die Kamera auszumachen oder einzustecken, wenn wir Konsum- oder Schlafplätze besuchen. Das Vertrauen in der Szene hat sich der Streetworker sensibel erarbeitet. Auch Respekt für ihn, dass er das macht. Ne? Ist jetzt nicht der Hauptteil, sondern es ist eine Form, in den Kontakt zu gehen, um danach weiter in die Sozialarbeit zu gehen. Also eben halt zu klären, okay, wo hapert es denn bei dir? Was können wir tun, damit du vielleicht im Leistungsbezug kommst, in eine andere Wohnsituation, vielleicht in Substitution? Wie sieht das aus mit irgendwelchen Strafen, die vielleicht offen sind? Wie ist die Gesundheitsversorgung, Anbindung ans Gesundheitssystem, solche Sachen? Das ist quasi so der Türöffner für die Menschen, die sich zum Beispiel nicht trauen, zu uns zu kommen. Mein Eindruck von Sebastian, der ist mit Herz und Seele dabei, immer auf Augenhöhe. Kumpel sowie Kümmerer, das beeindruckt mich. Ich frage mich, wie die meisten hier Geld verdienen, um sich den Stoff zu leisten. Jaden treffe ich beim Zeitungenverkaufen hinterm Hauptbahnhof. Für mich ist, ich verkaufe Zeitungen am liebsten auf den Gleisen. Das da war verboten. Okay. Die Deutsche Bahn mag das nicht so gerne, wenn wir da Zeitungen verkaufen. Ja. Deswegen, ich habe mich gerade hinten in den Bahnhof reingestellt. Die Deutsche Bahn mag gefühlt gar nichts, was man am Bahnhof macht. Gefühlt sitzt du da nur, Digga, und kriegst schon Strafe. Das ist auch verboten. Okay. Aber mir war kalt halt und man muss ja erfinderisch sein halt. Und ja. So, in der Zeitungsverkauf gestaltet. Schwober Timo, eine Spende für einen guten Zweck, 15 Euro. Danke dir, Kuss, Digga. Jaden ist genervt. Seit der Pandemie wären die Leute hier desinteressierter als zuvor. Geld verdienen ist für ihn noch schwerer geworden. Wenn ich jemanden anspreche und eine Zeitung anbiete, ich erwarte da großartig gar nichts. Nicht mal ein Danke oder so, aber ein einfaches Nein. Kann jeder, denke ich, sagen. Vor allem, wenn man freundlich angesprochen wird. Auch Jaden ist drogenabhängig, erzählt er mir. Er ist 42 Jahre alt, hat 10 Jahre in Haft gesessen. Das letzte Mal 2016. Danach habe er sich geschworen, keine Straftaten mehr zu begehen, um seine Drogen zu finanzieren. Also ich bin mit 14 von zu Hause weggegangen. Mit fast 14 ins Heim. Dort bin ich dann mit 14 das erste Mal in Kontakt mit Cannabis gekommen. Ich denke mal, wäre ich bei meiner Mutter geblieben, wäre ich Alkoholiker geworden. Also ich trinke keinen Alkohol, gar keinen Alkohol. So, und ja, dann hat das halt so seinen Lauf genommen. Heroin kam ziemlich spät, mit Mitte 20. Und die anderen Partydrogen, die kamen so zwischendurch immer mal wieder so. Vor 2 Jahren habe ich aufgehört zu ballern, halt zu spritzen. Und ja, dann fing das irgendwann an, halt, dass ich vor einem Jahr ungefähr Crack angefangen habe zu rauchen. Ja. Okay. Und was gibt es dir? Was gibt, also mir gibt das schon so ein bisschen. Der macht auch echt einen sympathischen Eindruck, Digga. Doof ist er nicht, ne? Innerliche Befriedigung, so innerliche Ruhe und sowas. Mhm. Ne? Was ist denn die größte Herausforderung so? Ja, das Geld besorgen jeden Tag. So, ich rauche ungefähr 1 Gramm Crack. Oder beziehungsweise ich koche 1 Gramm Kokain auf am Tag. Das sagen wir so ungefähr 50 Euro. Dann konsumiere ich noch 1 Gramm bis 1,5 Gramm Heroin. Das sind auch noch mal so 20 bis 30 Euro. Das sind 80 Euro. Und die muss man jeden Tag halt machen. Danke euch. Mach's gut. Vorher haben die alle Markenklamotten. Der eine AF Industry, der andere Nightcap. Also ja, ich weiß nicht, wo du mit diesem Kommentar drauf hinaus willst. Muss jeder Heroin-Junkie jetzt mit Klamotten von Kick rumlaufen oder was? Ciao. Ich habe das Wort Junkie wieder im Kopf. Junk übersetzt Müll. Menschlicher Müll, also was für ein Scheißstempel. Auf mich macht Jaden einen netten Eindruck. Willst du auch so ein bisschen mal sehen, wozu Corona oder was Corona so macht eigentlich? Ja. Ja, mach mal. Ist halt im Moment keiner da. Gastronomie ist geschlossen. Ne? Ist ja eigentlich so eine Gastronomie, Hotelgewerbe. Die Plätze sind halt hier alle verwaist und es macht natürlich viele Freiräume offen. Ne? So. Und dadurch, dass eben halt alle anderen Räume gerade so reglementiert. Was ist an den Sachen von Kick falsch? Hat nicht jeder so viel Geld. Der Puma, ich glaube, du hast den Kommentar ein bisschen falsch verstanden. Du kannst Klamotten tragen, wie du möchtest. Ging ja nur darum, Kick ist ja eher preisgünstiger. Verstehst du? Da kriegst du Hosen,
T-Shirts für 5 Euro, 1 Euro. Und gerade hat er ja gefragt, warum der Nike-Klamotten anhat. Und daraufhin habe ich ihn einfach gefragt, ob jetzt jeder Heroin-Junkie mit 1-Euro-Klamotten von Kick rumlaufen, weißt du? Also fühle ich da nicht angegriffen, Bulli. Werden auch. Ja, findet dann eben halt da seine Auswüchse oder wie man das so formulieren möchte. So. Dabei gibt es in Bremen seit einem halben Jahr die Möglichkeit, sicher und geschützt zu konsumieren. In einem Druckraum. 10 Minuten Fußweg vom Haupt. Ja, ich guck mir gerade ein Video an, Digga. Ich bin zum Pack-Opening am Start wieder. Achso, dann mach ich noch gerne. Okay, kurz. Bahnhof entfernt. In Frankfurt und Hamburg gibt's die schon seit rund 25 Jahren. Dadurch haben sich die Zahl der Drogentodesfälle verringert. Weniger Menschen haben sich mit Krankheiten infiziert. Und Drogenkonsum in der Öffentlichkeit wurde eingedämmt. Offensichtlich verirren sich auch noch nicht so richtig viele hierher. Das liegt wohl erstens daran, dass das Gerücht rumgeht, dass man hier erstmal irgendwie ein Therapeutengespräch braucht, bevor man was nehmen darf. Und eben auch, ja, weil es ein bisschen weiter weg von der Szene ist und der Weg dann doch ein bisschen lang. Der Plan ist, dass auch die Räumlichkeiten der Drogenhilfe vom Bahnhof nach hier umziehen. Aber noch ist das Zukunftsmusik. Kannst du uns mir mal kurz erzählen, wie viel jetzt da los war? Also da war An der Stelle möchte ich auch noch mal eine Sache loswerden. Grüße gehen raus an die Bremer Graffiti-Szene. Extrem starke Graffiti-Szene, Digga. Moment, glaube ich, 1 oder 2. Ich weiß es gar nicht so genau. Und genau, die konsumieren da jetzt. Und dann dürfen wir da natürlich nicht rein, weil sie ihre Ruhe brauchen. Ne? Das Angebot soll natürlich gut angenommen werden. Von Olli will ich wissen, was er davon hält. Nutzt du auch den Druckraum? Nein. Ich war da noch nie. Kannst du dir erklären, warum? Ist da irgendwie eine Skepsis? Beobachtet zu werden. Okay. Die meisten Leute wollen ihren Turn ohne jemanden in der Radlerscheibe. So. Kann man verstehen auch irgendwo, ja? Also ich mag das. Ich mag das auch nicht wirklich, wenn man mir beim Knallermachen zuguckt, wie ich mir eine Nadel vorziehe. Ja, das denke ich am Ende einfach auch ein Schamgefühl, was er jetzt nicht so ausspricht, ne? So, das ist halt, aber macht nicht jeder. Ja, verstehe. Am und um den Bahnhof findet eigentlich Ollis ganzes Leben statt, auch das Geld ranschaffen. Das ist halt mein Schnorrplatz, meine Geldquelle. Rund 60 Euro schnort er sich am Tag zusammen, die müsse er mindestens haben. Allein ein Stein Crack kostet 5 bis 10 Euro. Eine offene Crack-Szene hat sich laut der Studie Drugs and Urban Security übrigens erst vor 3 Jahren in Bremen entwickelt, bestätigt mir auch Sebastian. Ja, es kommen jeden Tag locker 2 neue Konsumenten dazu. Weil die wissen, hier gibt's das. Ja, man kann mittlerweile hier Steine kaufen, man muss das nicht mehr selber aufkochen. Und wie lange hält das so an? Ein paar Minuten. Gar nicht so geil. Hatte ich ja vorhin gesagt, ein paar Minuten hält das höchstens an. Ne? Aber es ist halt der Kick. Den Kick willst du immer und immer und immer wieder. Nach 2 Stunden hat Olli etwas mehr als 10 Euro zusammen. Und dafür will er sich direkt eine Kugel kaufen, also ein Stück Kokain. Und jetzt geht's... Drogen kaufen. Aber da darfst du nicht filmen. So. Nee, das der Erste wird kontrollieren. Wie er sich freut, naja, Digga, wenn du abhängig bist und Cash zusammen hast für deinen Schuss, Digga, dann ist das vom Gefühl her so, als wenn Weihnachten und Geburtstag auf einmal. Am liebsten würde er noch sprinten, Digga, schnell hinlaufen. Olli will schnell um die Ecke was kaufen gehen, aber schnell geht da gerade nichts. Ja, er wird kontrolliert gerade. Überall Polizei. Das ist was anstrengend schon wieder. Die Polizei kontrolliert hier vor allem Dealer, aber sie macht auch regelmäßig Razzien bei Drogenabhängigen. Junkies wollen sie allgemein aus dem Stadtbild haben, egal in welcher Stadt. Ja. Aber die gibt's halt.
die ist halt irgendwie Schwachsinn, finde ich, Digga. Was bringt dir das, was bringt der Polizei das, irgendwelche Heroinabhängigen, Crackabhängigen, ja, zu untersuchen bzw. Zu kontrollieren, Digga? Die Wurzel des Problems ist doch eine ganz andere. Dann können sie auch noch 10 Millionen Platzverweise aussprechen, dann spritzen sie und fixen sie halt woanders, Digga. Ne? Also klar kann man solche Menschen auch kontrollieren, aber letztendlich ist es verschwendete Zeit. Anstatt da die Polizei hinzuschicken und unsere Steuergelder zu verschwenden, sollte man da mal Leute hinschicken wie den Streetworker und da mal ein bisschen Geld rein investieren. Was bringt das der Polizei, die Leute, Konsumenten, die irgendwie einen 10er Crack auf Tash haben, zu kontrollieren und anzuzeigen? Das ist halt einfach der falsche Ansatz, finde ich. Abstellen und ja, hoffen, die bleiben da. Für Olli geht die Suche nach Stoff weiter. Seit einer halben Stunde hat er keinen Dealer gefunden, der ihm was verkauft. Oh Mann, kannst du schon wieder nicht sein, Mann. Ja, Probleme über Probleme. Ich hasse es. Ich kann mich ein bisschen hineinversetzen, damals, wenn man Cash hatte für Weed oder für Koks. Du hast endlich Cash geklärt, dann hat kein Dealer Handy abgenommen oder ja, ruf noch mal in 3 Stunden an. Digga, ich bin immer innerlich ausgerastet, Mann. Tatsächlich sehe ich in alle Himmelsrichtungen Polizei. Nur einen sehe ich jetzt nicht mehr, Olli. Er sagte, er gehe kurz noch mal um die Ecke nach Dealern gucken, samt meinem Ansteckmikrofon an seiner Jacke. Es ist jetzt 1 Stunde her, seit... Ja, moin. Aber Weed ist trotzdem was anderes. Natürlich ist Weed was anderes als Crack, klar. Aber es ist immer noch eine Droge und ist auch Weed kann gefährlich sein, gerade in der heutigen Zeit, Digga. Ich den Olli das letzte Mal gesehen habe. Olli hat einfach Long Fing Fong gemacht, Digga. Ja, moin. So langsam wäre ich ehrlich gesagt ein bisschen unruhig. Wir waren eigentlich verabredet, dass wenn er seine Drogen gekauft hat, dass er wiederkommt und ich ihn weiterhin begleiten kann. Ist nur die Frage, ob er das wirklich macht. Und ich bin mir jetzt auch nicht so richtig sicher, ob ich jetzt weitermachen soll oder ob ich einfach mal auf die Suche gehe. Scheißsucht. An diesem Tag finde ich Olli nicht mehr wieder. Also mache ich mich am nächsten Morgen nochmal auf die Suche. Da hinten an dem Bütchen, da ist Ollis Platz, da sind auch seine Sachen. Aber die liegen da auch schon seit gestern Abend und von ihm ist keine Spur leider. Nächster Tag, gleicher Ort. Es ist kalt und ungemütlich. Hier leben Menschen wie Olli. Hier schaffen sie jeden Tag 7 Tage die Woche Geld für Stoff ran. Egal ob fürs Betteln, Übernachten oder ihren Konsum. Alles ist mindestens eine Ordnungswidrigkeit. Ich find's echt ein heftiges Leben. Ich hab's jetzt noch einmal versuchen wollen, aber hab den Olli auch heute nicht gefunden. An seinem Platz ist er weiterhin nicht und die Frau, die neben ihm sitzt und da offensichtlich auch immer ist, die habe ich gerade gefragt und die sagte, nee, er wäre die letzten beiden Tage nicht da gewesen. Also ist offensichtlich verschollen und damit auch unser Funkmikrofon. Ich gebe es jetzt auf. Ich hätte ihn gern nochmal gesehen. Hallo, ich bin David Donschen, ein Kollege von Anne vom Y-Kollektiv und auch ich habe mich mit dem Thema Drogensucht beschäftigt. Ich habe 2 junge Menschen getroffen, die heroinabhängig sind und bin dabei so ein bisschen der Frage nachgegangen, ja, wie kann es eigentlich... Ja, Olli hat das Mikrofon gezogen, Digga. Ja, gute Dokumentation hat mir gefallen, aber also ging mir fast noch zu kurz. Also ich hätte da noch mal 25 Minuten hinten rangefügt, muss ich